Schönen guten Abend heute zu unserem gemeinsamen Satsang. Es ist heute Ankommenssatsang, also all diejenigen, die jetzt neu angereist sind, an all diejenigen ein herzliches Willkommen auch daheim an den Bildschirmen, wer sich zugeschaltet hat für Ausbildungen, Weiterbildungen oder einfach so dabei ist. Schön, dass ihr da seid. Der Ablauf wird so sein, wir werden zu Beginn ein Kirtan singen. Danach, also im Anschluss, werde ich etwas lesen. Dann gehen wir in die Meditation, gefolgt von Jaya Ganesha und Arati. Und weil heute Devi-Tag ist, wollen wir Om Shri Durgaye Namaha singen. Das ist schon der ganze Text, braucht ihr also kein Kirtanheft. Und wir singen es zunächst im Wechsel und dann hinterher gemeinsam, beziehungsweise dann könnt ihr euch eine Melodie aussuchen, in der ihr dann mitsingen wollt. Om Shri Durgaye Namaha. 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 Om Shri Durgaye Namaha.
Durgaye Namaha. Om Shri 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 Durgaye Namaha. Heute ist nicht nur Durga-Tag, also heute ist nicht nur Devi-Tag, sondern auch Earth Day. Earth Day wurde von einer Studentenbewegung in den 70er Jahren, also 1970, gegründet und hat sich seitdem etabliert. Und das ist ein ganz besonderer Tag, wo eben der Mutter Erde, Schutz von Mutter Erde gedacht wird, Umwelt, Nachhaltigkeit, Ökologie, also alles, was da zugehört. Viele lassen auch ihre Autos an diesem Tage stehen und fahren dann mit Bahn, Bus oder nehmen das Fahrrad, um einfach ein Zeichen zu setzen. Und so möchte ich, weil alles ja miteinander verwoben und verbunden ist und wir besonders auch Mutter Erde verpflichtet sind, sie gut, also einfach Gutes für Mutter Erde zu tun, möchte ich mal etwas lesen, auch was Swami Sivananda gesagt hat in dem Buch Inspiration und Weisheit. Und zwar geht es dann jetzt nicht speziell um Mutter Erde, aber um die Einheit allen Lebens. Er sagt: Sieh das Leben als Ganzes. Sieh das Leben umfassend. Alles Leben ist eins. Alles Leben kommt aus Brahman, dem Absoluten, der einzigen und alleinigen Realität. Gott atmet in allem Leben und so auch in Mutter Erde. Alles ist eins.
Die Welt ist ein einziges Heim. Jeder gehört zur Familie der Menschen. Die ganze Schöpfung ist ein organisches Ganzes. Der Mensch macht sich unglücklich, wenn er sich von anderen trennt. Trennung ist Tod. Einheit, universelles Leben. Pflege kosmische Liebe. Schließe alle ein, umfange alle. Erkenne den Wert der anderen. Zerstöre alle Barrieren, die Menschen von Menschen trennen. Erkenne das nicht-duale Prinzip, die unsterbliche Essenz in allen Geschöpfen. Schütze die Tiere. Alles Leben sei dir heilig. Dann wird diese Welt ein Paradies der Schönheit sein, ein Himmel des Friedens und der Stille. Lächle mit den Blumen und dem grünen Gras. Spiele mit den Schmetterlingen, den Vögeln und den Rehen. Reiche Büschen, Farnen und Zweigen der Bäume deine Hand. Sprich mit dem Regenbogen, dem Wind, den Sternen und der Sonne. Plaudere mit den plätschernden Bächen und den Wellen des Meeres. Unterhalte dich mit dem Spazierstock. Schließe Freundschaft mit allen Nachbarn, Hunden, Katzen, Kühen, Menschen, Bäumen, Blumen und so weiter. Dann wird dein Leben weit, vollkommen, reich und erfüllt sein. Du wirst eins sein, die Einheit des Lebens erfahren. Und das kann mit Worten kaum beschrieben werden. Spüre es selbst. Und so können wir eigentlich, also sollten wir Mutter Erde immer Beachtung schenken, ihr Gutes tun. Sie ist unsere Ernährerin, Blumen, Pflanzen, Getreide. Wir werden durch Mutter Erde versorgt, ernährt. Und ja, so können wir halt selbst auch schauen, inwieweit wollen wir Umweltschutz betreiben, inwieweit wollen wir Nachhaltigkeit betreiben, Ökologie, um einfach auch hier, dass die Mutter Erde wieder gut auch atmen und sich auch regenerieren kann. Da ist eben auch jeder da eingeladen und aufgerufen auch. Ja, und so möchte ich mit euch auch eine Erdmeditation heute machen, dass wir heute uns nochmal ganz besonders besinnen und ja, vielleicht auch den Gedanken immer im Herzen tragen, wir können jeden Tag diesen Earth Day feiern und uns daran erinnern. Okay. Dann finde jetzt eine für dich bequeme Sitzhaltung, richte dich gut ein. Das ist erstmal wichtig, Asana, die Sitzhaltung, dass du fest und stabil und aufgerichtet sitzt. Schau, ob du noch etwas verändern möchtest und nimm dir auch vor, während der Zeit deiner Meditation, deiner inneren Einkehr so aufgerichtet sitzen zu bleiben, wacher Geist und trotzdem entspannt Einkehr nach innen. Nachdem du nun deine Sitzhaltung gefunden hast, schließe deine Augen, falls noch nicht geschehen, und lausche zunächst deinem Atem. Lass ihn kommen und gehen, wie er will, halte da nichts fest, beeinflusse nicht. Nimm einfach an, so wie es jetzt geschieht, wie er jetzt kommt und geht. Und nun stelle dir Mutter Erde vor, oder den Planeten Erde vielmehr, aus dem Weltall betrachtet. Ein kostbares Juwel mit dem Grün der Wälder und Felder, dem Weiß der Polkappen, dem Blau der Meere und Ozeane und vielem mehr. Und stell dir nun goldweißes Licht vor, das von der Zentralsonne
auf die Erde scheint. Sie strahlt, umfasst, umschließt die Erde und dringt tief in die Erde hinein, durchdringt alles, alle Tiere. Mögen die Tiere Schutz erfahren, Erhalt der Artenvielfalt. Das Licht strahlt weiter zu Bäumen und Pflanzen. Mögen sie Heilung erfahren, Wachstum, gesunde Symbiose, Stärkung der grünen Lunge. Und das Licht strahlt weiter zu den Meeren, Ozeanen, Flüssen, Seen für Reinigung von Schmutz und Abfall. Weiter strömt es zu allen Kontinenten, zu allen Ländern, Städten, Dörfern. Zu allen Menschen für ein friedliches Miteinander. Und nun schicke ganz bewusst aus deinem Herzen Licht und Liebe zu Mutter Erde, so wie es sich jetzt für dich gerade gut anfühlt und richtig anfühlt. Du kannst das gerne mit einem Mantra verbinden, zum Beispiel: Liebe Mutter Erde, ich schicke dir Licht und Liebe. Om Namah Shivaya oder Om oder ein anderes Mantra. Bleibe in dieser Verbindung für den Rest deiner Meditation in Stille. Stille.
Hier vorne ist noch Platz. Drängt euch nicht, ihr könnt auch ansonsten hinten an den Bildschirmen bleiben. Es gibt ja an dem Bildschirm, es gibt ja auch eine Übertragung. Ansonsten hier vorne ist auch noch ein bisschen Platz, dass ihr euch hinten nicht zu drängt. Hier vorne ist noch Platz. Bitte kommt hier vorne hin in die erste Reihe. Es ist zu eng da hinten. Da sitzt ihr sehr, sehr eng. Vorne sind eh die besten Plätze. Genau. Das ist die Shakti am höchsten. Ja, dann begrüße ich auch all diejenigen, die jetzt noch neu hinzugekommen sind für all die Ausbildungen, Weiterbildungen oder für Individualgastaufenthalt. Ein herzliches Willkommen. Wir fahren jetzt fort mit dem Jaya Ganesha, der Nummer 2 auf der Seite 12 im Kirtan-Heft und daran anschließend die Friedensgebete. Das Jaya Ganesha und dann geht es weiter mit dem Om Triambakam und den Friedensgebeten. Das sage ich dann nochmal an. Im Wechsel werden wir es singen. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Paimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Paimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Sharavanapava, 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 Paimam, Supramanya, Supramanya, Supramanya Rakshamam. Sharavana Pava, Sharavana Pava, Sharavana Pava Paimam. Supramanya, Supramanya, Supramanya Rakshamam. Jaya Sarasvati, Jaya Sarasvati, Jaya Sarasvati Paimam. Jaya Sarasvati, Jaya Sarasvati, Jaya Sarasvati Paimam. Shri Sarasvati, Shri Sarasvati, Shri Sarasvati Rakshamam. Shri Sarasvati, Shri Sarasvati, Shri Sarasvati Rakshamam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Raham. Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram. Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru. Chit Guru Chit Kanak Guru Chin Maya Guru. Chikru Chikana Guru Chinmaya Guru Om. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chikana Guru Chinmaya Guru Om. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chikana Guru Chinmaya Guru Om. Ah.
Shivanandaya Om Namo Bhagavate Satgunataya Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Namo Bhagavate Satgunataya Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Namo Bhagavate Satgunataya Om Namo Bhagavate Shivanandaya Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Dann fahren wir jetzt fort mit dem Om Triambakam, dem heil- und segensspendenden Mantra. Das ist die Nummer 800 im Kirtanheft und daran anschließend dann die Friedensgebete der Nummer 801. Und wir wollen besonders einschließen auch Papa Ludwig, das ist von der Tochter Gabi, für einen guten Übergang in die höheren Welten. Also seiner Seele wünschen wir einen guten Übergang in die höheren Welten, den Angehörigen Trost und Kraft, dass er schön auch ins Licht, dass seine Seele gut ins Licht kommt, dass er da Hilfe bekommt. Und gibt es sonst noch jemanden, den wir mit einschließen wollen hier im Raum? Hat jemand Geburtstag oder kennt ihr noch jemanden, der Hilfe oder Unterstützung braucht, Heilung? Gut, dann wollen wir einfach noch mal die Erde mit einschließen für Heilung, für Regeneration. Oder nehmt einfach mit hinein oder euch auch selbst. Om Triambakam. Om Triambakam.
yajamahe sukandim pushtivardhanam urvarukamila bandhanan mrityorukshyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sukandim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukshyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sukandim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukshyamamritat Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Makashitu Gapakpavet Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Frieden 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 Und wir sprechen das allumfassende Gebet, die Nummer 802 im Kirtanheft, geschrieben von Swami Shivananda, übersetzt ins Deutsche. Und dieses Gebet richtet sich an Menschen aller Religionen, aller Konfessionen. Und es ist so allgemein und allumfassend, dass das auch jeder rezitieren kann, selbst derjenige, der jetzt keiner bestimmten Glaubensrichtung angehört. 802. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt, sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben, alle Zeit. Om Bhulo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki. Jai. Om Sarva Santana Ki. Jai. Und dann wollen wir uns erheben zur Arati. Das ist die Nummer 804 im Kirtanheft. Daran anschließend dann das Twameva. Mit dem Arati wird Licht geschwenkt vor dem Altar, Kampfer verbrannt. Und damit wollen wir ein Zeichen setzen, Licht in uns selbst entfachen und Licht natürlich auch ausstrahlen lassen in die Welt. Om Jaya Jaya Arati Vinaya Vinayaka Vinaya Vinayaka Shri Ganesha
Jaya Jaya Arati Subramanya Subramanya Kartikeya Jaya Jaya Arati Venugopala Venugopala Venulola Papa Vidura Navanita Chora Jaya Jaya Arati Venkata Ramana Sankata Harana Sita Rama Radeshyama Jaya Jaya Arati Gauri Manohara Gauri Manohara Adi Shankara Samba Sadashiva Uma Maheshwara Jaya Jaya Arati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jaya Jaya Arati Anjaneya Anjaneya Hanumanta Jaya Jaya Arati Dattatreya Trimurti Avatara Jaya Jaya Arati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shanishwaraya Shanishwaraya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jaya Jaya Arati Satguru Nata Shivananda Jaya Jaya Arati Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave Jaya Jaya Arati Muhammad Gurave Laose Gurave Samasta Gurubhyo Namaha Jaya Jaya Arati Venugopala Dann könnt ihr jetzt das Licht über euch streifen, als Zeichen dafür, dass ihr auch Licht in euer eigenes Leben hineinbringen und das dann auch ausstrahlen lassen wollt. Und daran anschließend folgt das Twameva, die Widmung unseres Lebens, der Suche nach dem Höchsten. Danach verneigen wir uns vor dem Göttlichen, dem Kosmischen, Universellen und wenn du das nicht magst, dann setzt du dich einfach hin. Twameva, die Nummer 805 im Kirtanheft. Twameva Mata Chapita Twameva Twameva Bandusya Saraka Twameva Twameva Vidya Dravinam Twameva Twameva Sarvam Mahadeva Deva Kayena Vacha Manasendriyarva Budhyatmanava Prakriti Svabhavat Karomi Yat Yat Sakalam Parasmai Narayana Yeti Samarpayami Savadharmam Parichacha Mamekam Shranam Vracha Aham Tva Sarva Papebhyo Muksha Ishyami Ma Shucha
ihr da. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und so wünsche ich euch jetzt eine gute Ankommenszeit und all denjenigen, die jetzt schon wissen, in welche Räume sie gehen für Aus- und Weiterbildungen, die können dann auch schon den Raum verlassen. Ansonsten sage ich auch gerne noch an, was ansteht, was stattfindet. Ayurveda Wohlfühlwoche im Vishnu-Raum, das ist hier gleich nebenan. Bogenschießen als Weg zu mehr Gelassenheit im Subramanya. Raum, auch hier gleich nebenan, Yoga-Meditation-Einführung im Nada-Brahma-Raum, Yoga-Meditation-Spezial, Schwimmsauna-Massage ebenfalls im Nada-Brahma. Die inneren Fesseln springen, die Phyllis-Kristallmethode im Maitri-Bhava, das ist drüben im Haus Shanti, Gong, die kosmische Klangerfahrung im Shiva, Hatha-Yoga-Prävention für Anfänger im Sahasrara. Und die restlichen Seminare, die meisten verlassen schon die Räume, den Raum hier. Könnt ihr auch dann draußen noch sehen oder könnt auch dann zu mir kommen, dann kann ich euch das noch sagen. Gute Zeit hier, alles Gute auch daheim an den Bildschirmen. Macht was draus, was Schönes, tankt euch auf, ladet euch auf mit viel spiritueller Kraft und denkt immer mal an Mutter Erde und deren Schutz. Om Shanti. Ach so, und vielen lieben Dank euch hier oben auf der Bühne, Sound und auch Filmen. Om Shanti.